von Gott, dem Vater, der Jesus Christus im Reich Geist, dann wäre es vielleicht gesagt, dann ist es kompliziert, das ist ja nicht mehr. Aber es ist bewusst so kompliziert gewählt, weil das die Wahrheit ist, weil wir haben so komplex eben dieser drei Einigkeiten im Trost. Also, einmal heißt es hier nicht, dass der Gott allen Trost ist, also dass mit Gott definiert, nicht? Gott ist ein Gott, das Trost ist. Und im Trost, den uns geschenkt hat, der Vater, sollte sich hier ja auf Golgatha definiert, sich das Erlösungswerk Jesu Christi, der sein Blut für uns vergossen hat, und sich dieses Leben haben, das der ganz große Trost ist. Aber diesen Trost vermittelt er uns, darum kommen wir dazu, eben durch den Heiligen Geist, der eben, das habe ich schon mehrfach gesagt, Paraklet im Griechischen heißt und Paraklet heißt Trösten. Der Heilige Geist heißt Tröster. Das heißt, wenn Jesus den Heiligen Geist in uns vorstellen, haben wir Trost. Haben wir Trost. Wir haben Trost angesichts unserer Bedrängnis. Jetzt werden Sie sagen, ja, das ist dogmatisch richtig ausgedrückt, das steht sicherlich schon in der Bibel, aber jetzt erzählen Sie bitte mal als Pastor, wie das praktisch funktioniert. Das ist ja theoretisch, wenn wir die Dinge zu wiederholen, in der Bibel stehen, weil sie so richtig sind, aber das ist das praktisch. Wie funktioniert das denn, dass ich ganz konkret Trost bekomme? Und das versuche ich immer wieder den Leuten zu erklären, wenn mich dann mal einer fragt, zum Beispiel eine Sparbuch. Weil das Sparbuch, wo sie richtig viel Geld drauf haben. So. Und wenn sie dann Geld bedürfen, was machen sie dann, wenn sie Sparbuch haben? Dann gehen sie mit dem Sparbuch zur Sparkasse und bitten den Kassierer um Auszahlung. Dann kriegen sie Geld. Ja? Und was hat das mit Trost zu tun? Nun, dafür ist das Sparbuch des Trostes. Das Erste, was wir machen müssen, ist uns zum Wort Gottes wirklich zu beschäftigen, dass wir wirklich wissen, was da drinsteht. So wie das Sparbuch wissen muss, da habe ich jetzt 50.000 Euro drauf liegen, da kann ich so meine Rechnung bezahlen. Das bringt sogar mein Finanzproblem. Genauso muss ich wissen, was hier alles drinsteht. Und wenn ich das nur anderen Zeugen verstehe, dann habe ich da schon Trost. Aber ich muss das ja auch abheben, nicht? Das ist ganz wichtig. So wie ich Sparbuch Geld abhebe, wenn ich meine Rechnung bezahlen will, muss ich den Trost hieraus abrufen, abheben. Und das tue ich ganz eindeutig damit, indem ich wirklich die Hände falle und sage, hier ist meine Bedrängnis, komm bitte in mein Leben, guter Gott, und Gott alles Trostes, mit deinem Heiligen Geist. Da muss man drum bitten, dass der Heilige Geist hineinkommt, so wie ich das Geld vom Sparkonto abhebe, so hebe ich den Trost von der Bibel, von dem, was wir da sagen, zum Heiligen Geist an. Und wenn der in mir ist, der Heilige Geist, der Paraklet, der Tröster, dann tröstet er mich, dann macht er alles genauso, wenn ich dann die Taschen voller 100 Euro Scheine habe, dann kann ich meine Rechnung bezahlen. Jetzt ist Folgendes. Das heißt auch mal wieder, das ist ganz, ganz wichtig, man muss gucken, wenn man Sparbuch hat und wenn man da einen Guthaben drauf hat und läuft zur Bank, dann muss man gucken, dass man gewisse Dinge immer noch beachtet. Also es bringt nichts, wenn ich Sonntagmorgen um 5 Uhr zur Landesbank hingehe mit dem Konto, weil sie sagt, da steht vor verschlossenen Türen, da komme ich nicht rein. Und genauso ist es bei dem Sparbuch des großen Kontos Gottes, da gibt es auch etwas, da muss man keine Öffnungszeiten drauf tun, also der Herr Gottes 24 Stunden am Tag, war das 65 Tage gedacht. Aber eine Sache sperrt uns aus, das ist unsere Sünde. Wenn wir in Sünde bleiben, die wir erkannt haben, kommen wir nicht an unser Guthaben in Trost an, was Leute mit dem Heiligen Geist in unserer Zustände tun. Und das Wichtige, so wie ich bei der Wand beachte, dass ich ein bisschen Zeit in dieser Wand rein und rausgehe, wenn ich dann reinkomme, so muss ich bei Gott beachten, dass ich nicht in Sünde bleibe. Und wenn ich Sünde habe, dass ich mich sofort um das Kreuz drücke, damit der Heilige Geist in unserer Zustände bin. Aber wenn ich das tue, dann haben wir, das ist der zweite Punkt, den Trost von Gott, den Vater, den Jesus Christus im Heiligen Geist. Das ist das Zweite. Und wenn man das verstanden hat und erlebt hat, dann kommt das in den dritten dieser Inder. Dafür soll man diesen dreieinigen Gott loben, dass er dann Trost ist. So heißt es ja nämlich, gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott für gutes Lob. Gelobt sei Gott, das geht vor allem. Also das Gott ein Trost, das ist wunderbar zu erleben. Aber wenn man es erlebt hat, dann ist es ganz wichtig, dass man Gott dafür lobt. Und das ist was ganz Tolles, wenn man in schwierigen Situationen des Lebens ist, wenn diese Bedrängung, diese Trösten da ist, halt nicht, was dann erklärt, dass der einige Gott einen Trost hat. Und dann wirklich die dunklen Wolken weggeblasen werden, weil sich die Sonne wirklich der Liebe Gottes wieder mein Leben schafft und alles wieder gut wird, dass man das erlebt. Dann bricht der Lob automatisch aus dem Haus. Das ist ein Automatismus. Lob Gottes ist nichts, was man sagen muss, weil nach dem Motto, da passt das angeordnet, weil ich 10 oder 15 Minuten das alles erledigt und mache, was ich machen muss, sondern ein Automatismus, den man tut, wenn man den Trost Gottes mit dem Heiligen Geist erlebt. Und
wenn ich dir geschrieben habe, du wolltest die Wahrheit, die Gott da verloren hast, dann wenn du den Kurs erfahren hast, dann wirst du ihn nicht. Das ist wunderbar. Das ist uns kennzeichnet, denn ich glaube, das ist immer wieder gelebte Frömmigkeit, wenn du jemanden erlebst, der wirklich viel von Jesus verstanden hat, vom Heiligen Geist, von Gott, dem Vater, dann ist es ein Kennzeichen, dass er Gott lobt. Also, ein guter Schauspieler erkennt man daran, er kriegt irgendwas Oscar verliehen, ein Wissenschaftler, wenn er richtig was braucht, hat, kriegt er den Weltpreis verliehen halten, weil da weiß man, die haben richtig was braucht. Und gestandene Christen erkennst du daran, dass die gut verstanden haben, dass die Infos loben und reinhalten, dass die Nummer voll des Lobes werden über diesen wunderbaren Gott, den Leib. Nicht nur, dass wir Gott dafür loben, dass wir uns so etwas tun. Nein, wir wollen diesen Trost auch weitergeben. Das ist unsere Aufgabe in dieser Welt, das wunderbare Selbstvertrauen zu haben. Aber wenn ich den erfahren habe, dann werden wir natürlich hingehen und den Menschen, die nicht getröstet sind, immer wieder von diesem Gottes Trostes erzählen. Also heißt es hier, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Denn die Welt hat keine Ahnung von dem Trost. Weil die Welt steht genauso in Trennung und Bedingungen wie wir sind. Die Welt hat keine Antworten, die haben keine Lösung, die haben keinen Trost. Die Welt ist trostlos. Wir haben Trost. Durch den allmächtigen Gott, den Vater, der zum Beispiel von dem Geist. Unsere Aufgabe ist immer wieder hilft, die Umwelt wirklich andere Menschen aufzutrösten. Und das ist eine ganz tolle Aufgabe, nicht auch so sich als der Gesandter Gottes als Missionar verstehen zu dürfen. Das ist nicht nur der Vater, das seid ihr alle, dass wir hingehen dürfen mit der Trostbotschaft, die angesichts der Trinkschale, die Menschen haben, hinzugehen und ihnen immer wieder von dem Trost zu sagen, den wir haben in Jesus Christus. Ich möchte noch einmal dieses Wort zurufen, ein tolles Wort, das ist hinein in die erste Frage des Heiligen Katechismus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Amen. Ich möchte uns bitten. Liebe Herr Heiler, von ganzem Herzen wollen wir dir ganz daran danken, dass du unser Trost bist. Danke für all die schweren Zeiten, in denen wir waren, wo dein Trost unseren Beklemmungen und Bedingungen weiten Raum geschaffen hat. Danke, dass wir das erleben dürfen, dass wir das erfahren dürfen. Ich bin dankbar, dass du so viel lobst. Und danke, dass das auch für die Zukunft gibt, für die Trübsale, die kommen werden, dass du da bist und dass du Trost schenkst. Gelobte Begrüßung. Danke, dass wir uns heute Abend mit diesem deinem Trost beschäftigen dürfen, also mit der Frage 1. Es regt nur diese Beschäftigung mit jedem größten Wort eines Alten. Amen. Lassen uns zu der Frage 1 und zu diesem anderen Text habe ich unser Lied rausgesucht. Das kennen wir alle. Hat der Pastor unten mal immer singen lassen. Hier in diesem Gottesdienst. Hör meine Seele. Alle drei Strophen ist auch ein ganz tolles, vor allem sehr mögliches Lied. Ich mag das auch sehr gerne. Hör meine Seele. 500 und der I'm going to go to the hospital.
Danke, lieber Markus, für die musikalische Begleitung. Von der Konzeption her habe ich mir das so gedacht, dass wir die nächsten Stunden in Europa bringen werden, dass ich vielleicht noch anders mache, wie immer, fast mit dem Kick-Festival, dass wir dann etwas über den Heidelberger lernen, heute dann etwas zur Vorgeschichte des Heidelberger hören und dass ich dann anhand einer Frage uns zum Bibeltext führe. Denn das ist das ganz Besondere am Heidelberger Katechismus, dass das nicht ein Buch ist wie andere. Es gibt ja theologische Bücher, ganze Bibliotheken voll. Aber die sind alle von der Bibel her. Aber der Heidelberger ist so, das am ehesten, wo ich sagen würde, das führt zur Bibel zurück. Das will gar nicht in seiner Selbstbildung existieren, sondern das will zur Bibel hinführen. Man liest den Heidelberger, um in die Bibel hineinzukommen. Das werden wir gleich sehen, wie wir dann besprechen, anhand der Fragen, die Bibel stellen erwartet. Der Heidelberger Katechismus. Katechismus heißt für viele übersetzt Lehren, Lehrenbuch, da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und es ist das Lehrenbuch der reformierten Gemeinde. Das muss ich an der Stelle nochmal wiederholen, weil einigen ist das bewusst, aber manchen nicht. Denn was der Unterschied ist zwischen reformierten und katholischen, weil das wird als Frage immer wieder gestellt, habe ich. Und vielen, das habe ich aber nicht mit hingekommen, bin, ist auch das zum Teil auch in der Gemeindeleitung, auf dem Konvent überhaupt nicht bewusst gewesen, dass wir eine reformierte Gemeinde sind. Und dass das unser Lehrbuch nicht der lutherische Katechismus ist. Ich sage auch ganz deutlich, selbst Pastor Hoschmann, der ein hervorragender Theologe ist und theologische ganze Menge mehr am Kasten als ich, als der die 10 Gebote mit den Komponenten gelernt hat, nicht nach der reformierten Tradition gelernt, sondern nach der lutherischen Ansicht. Die ganzen Sachen habe ich erstmal einkassiert und weggeschmissen, nicht weil die falsch sind, aber das ist unsere Tradition. Da sind wir gebunden. Wenn ich den Leuten noch erzähle, weil ich sage, ich spreche über lutherisch und reformierte Partner, was sind Sie denn lutherisch oder reformiert geprägt, sage ich, oder einige, dann spielt er dann also, ich weiß gar nicht genau, was der Unterschied ist, dass auf der einen Seite gut ist, denn es gibt im lutherischen Bereich viel Gutes, der reformiert die ganz viel, und doch hat jeder seine eigene Prägung. Nicht immer ist das jeder bewusst. Ich habe Ihnen so einen Zettel mitgebracht, um das noch ein bisschen zu erklären, was so die Unterschiede sind. Und ich habe da mal so ein paar Dinge hingebracht. Übrigens, das muss man auch sagen, die lutherischen sind in Deutschland etwa 90% der Evangelischen, die reformierten nur 10%. Die lutherischen gehen zurück auf Luther, das kennen wir alle nicht, kommt bei das ganz große Jubiläum. Geburtstag von Luther, als der Geburtstag von Calvin war, halt nicht, das sind so ein bisschen unter, nicht 500 Jahre, 1509, halt, da war nicht mal wieder die Thesenanschlag kommt, das wissen wir alle 1517. Die reformierten gehen zurück auf das Kind von Calvin und das Urdatum dort ist der 9.3.22, das sogenannte Bundeschristen durch die Gemeinde. Jetzt können Sie die Einheit, also Pastor Lassen, das liegt Ihnen der Nähe, das Theologische, die 95 Punkte, du hast durchgerechnet, als Freitag, der andere ist mir auch sehr sympathisch. Ich weiß, weil das jetzt, es war so, dass Sie damals erkannt haben aus der Bibel in der Schweiz, dass Sie gesagt haben, ja, wir brauchen diese Fastenverschriften nicht zu halten. Wir haben demonstrativ in Zürich Wurst gegessen. Und das gibt einen riesen Aufschrei, und das ist das Urdatum der Reformierten. Übrigens auch das, was wir gesagt haben, die Lutheraner, die erste deutsche Bibel, das wäre Luthers Bibel gewesen. Noch bevor die Lutheraner die Bibel draußen hatten, die Lutherbibel, waren die Reformierten dabei. Durch Übersetzung schneller gewesen waren. Das ist die erste, von denen es im lutherischen Bereich nicht überbreitet ist. Waren die oben im Norddeutschen, wo es kaum reformiert ist. Ein bisschen aus dem Friesland halt, aber nicht so sehr hier. So im Niederland gibt es reformierte Bereiche, Schwarzer-Frontheim und sowas halt, auch in Bayern. Aber hier so im niedersächsischen Bereich oder sowas, wo gar nicht eigentlich in so einem Bundesländern, nur Lutheraner. Ich habe es mal ein paar Unterschiede aufgeschrieben. Im Luthertum, also das, was auf Luther zurückgeht, gibt es eine gewisse Unterordnung des Alten Testamentes unter das Neue. Also es ist eine Sache, die zum Beispiel bei der Pelikopenordnung, die sehr stark die lutherische Kirche betreibt, habe ich davon gesprochen, 106 des Neuen Testamentes, während die Reformierten sagen, die Bibel als Ganzes ist Wort Gottes. Da gibt es keine Unterscheidung. Da ist ein Wort aus als eine Erzählungsliste aus dem dritten Buch Mose, genauso wie der zum Wort aus dem Johannes der Vertretung, auch wenn es einfach schlecht ist, wenn man nicht glaubt. Aber da gibt es eine Gleichwertigkeit.
Wenn Sie in ein Kirchgebäude gehen, werden Sie so sehen, ein Kirchgebäude der Lutheraner ist häufig, ist fast immer viel reicher geschmückt als ein Kirchgebäude der Reformierten, wie das Bildergebot, das Bildergebot ist sehr ernst. Also die Lutheraner, die Reformierten, haben dieselben Zählen, die sie gebucht haben. Alles 2. Mose 20, 1 bis 17. Aber man zählt sie unterschiedlich. Die Reformierten teilen das erste Gebot, nämlich zu der Herr, ein Gott, du sollst dir halt aus den anderen Götterarten leben, mir nicht. Punkt, das erste Gebot, dann macht sie kein Gleichnis mit irgendeinem Tod. Das ist das zweite Gebot. Auch für die Betonung. Das finden die Lutheraner nicht zum ersten Gebot. Und die zwei uns zum Schluss, das 8.9, das 10. Gebot, nochmal aufgesagt, du sollst dich begehren deines Nächsten aus. Punkt, nein, du sollst dich begehren deines Nächsten weiter. Das ist 9.10.6. Nach reformierter Erzählung und auch nach jüdischer Erzählung. Also die Lutheraner erzählen wie die Katholiken und die Reformierten erzählen wie die Juden die 10. Gebot. Und halt ist es so, dass das 10. Gebot ist anders. Das macht sie aus dem, du sollst dich begehren deines Nächsten aus. Weil die ganze Aufzählung. Von deiner Garage macht das keinen Sinn, das Gott zu schreiben. Wir Reformierten haben Stöcker zu gesehen, weil sie den Gott nicht dargestellt werden kann. Deshalb habe ich mich immer auf die Krise mit den Bildern zu sehen, die wir haben, nicht von der Frau Stein. Wenn ich mir sage, die haben Leute nicht verstanden, was reformierte Kirche ist, dann kommt es dann wieder auch vor der Kirche, da waren viele Leute, die hatten gesagt, das muss man klar sagen, vom Glauben, keine Ahnung, die haben in die lutherische Kirche geworden. Ich komme aus einer reinen reformierten Kirche. Wenn man im Siegerland ist, dann geht bitte mal da rein und guckt sich mal die Truppe auf der Stehungskirche an. Da steht nur ein Wort hinten an der Wand. Kein Bild mit Christus ist auferstanden. Sonst nur weiße Wände, so wie hier. Als meine Kirchvorsteher und die Klassbitter aus der alten Gemeinde mich hingebracht haben, hat er die Kirchenmeister gesagt, Herr Sender, wollen Sie hier aus der Kirche arbeiten, bis man katholisch Kirche angeht. Das ist ja ein Bild, das heißt hier, das ist komplett ganz für den Rücken reformiert. Wir sind eine reformierte Gemeinde hier in Bremen, aber wir sind bremisch reformiert. Nicht? Die Bremer, die waren Kaufleute, die hier früher das Gemeinde drücken sollen, das ist kein Thema. Die waren Kaufleute, die wussten, denn es gab früher ganz enges, ein ganz hartes Gegeneinander. Der Lutheraner gegen die Reformierten. Es war uns früher häufig möglich, dass man eher als Reformierter mit dem Katholik was konnte, als mit einem Lutheraner. Die waren die Spinnefeinde. Erst vor 40 Jahren ist die komplette Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zwischen Reformierten und Lutheraner geschenkt worden. Das war in den 70er Jahren. So lange waren die Spinnefeinde. Die haben sich gegenüber gestanden, das war gar nicht stimmt. Es kommen viele Ortschaften, da gibt es heute noch eine reformierte Gemeinde, die von Lutherisch gemacht wird. Und die haben auch nicht untereinander geheiratet. Das Ganze ist konfessionell komplett gegenüber. Das war zum Teil, nicht überall, zum Teil sehr schlimm. In der Kirche ist es so, auch da haben wir schon drüber gesprochen, die reformierten Gemeinden haben ein Abendmahl gerichtet. Keinen Altar. Altar heißt so, dass sie Opfer, das wird zum Katholischen aufgeführt. Hier waren es in den Katholiken mehr, das muss man sagen. Denn die Reformierten, die sind eher freigemeindlich von der Theologie aufgestellt. Und das hat auch was mit der Regelung von Unterschied zwischen beiden, nicht nur diese Bezeichnung, Altar und der Abendmahlstisch, sondern es hat auch was damit zu tun, vom Verständnis des Abendmahls. Das ist der große Unterschied zwischen Reformierten und Lutheranern, ganz tief drin, nämlich die Anwesenheit Jesu Christi beim Abendmahl. Die Reformierten sagen, Abendmahl, Jesus im Geist anwesend, aber in den Elementen nicht. Also wenn das auf das Brot übrig bleibt, das kann man durch dann in den Mülleimer schmeißen. Das macht nichts, das ist nicht heilig als solches. Wenn wir Lutheraner sagen, irgendwie kommt Jesus in die Elemente rein. Und der Wein und das Brot sind irgendwie dann doch, ja, es war nicht ganz leicht, Christus behaftet, aber irgendwie ist es dann tatsächlich so. Wenn die Katholiken hier richtig sagen, wenn der Priester die Wandlungsgabe gesprochen hat, das ist tatsächlich Leib Christi, der da passiert. Und da sind die Reformierten und sagen, das ist Zeichenmal. Heilig, da passiert was, Jesus ist mitten dabei, im Heiligen Geist, aber nicht in den Elementen. Und gerade bei diesem Punkt haben sich Luther und Zwingli, die haben sich einmal getroffen, wir werden ja auf der Lutherstraße auch nach Marburg fahren. Das war eine große Begegnung 1529 auf dem Landgrafenschloss in Marburg, wo sie darüber diskutiert haben. Dann fünf da Artikel ausgeschrieben, wo sie 14 komplett Deckungsplatz mit dem Glauben rechtfertigen, wo nichts zu tun ist, was steht. Aber ich habe was, was ich nicht einigen kann. Das konnten wir letztlich nicht lösen. Das ist zum heutigen Tag. Das ist eine Frage des Abendmahls, ist ganz geklärt. Ich sage jetzt mal, der Bierbaum ist ein knallharter Lutheraner. Allerdings, vieles, was hier steht, kann man für den so nicht nehmen. Für den gibt es auch die Gleichheit des Platzes, was für viele das muss man über Abendmahl. Also, man hat der Antrag in seiner Gemeinde immer noch mal gesagt, weil es eine viel höhere Bedeutung auf den lutherischen Gemeinden hat, als die Reformierten. Wir haben eine Tradition, dass wir sagen, Abendmahl ist wichtig. Aber es gibt ein richtiges Vorbereitung. Wir müssen uns intellektuell auf den Lutheraner, die sind so ein bisschen dienstmäßiger. Die Reformierten sind viel intellektueller. Die sagen, es ist die Vorbereitung, die sich gemacht hat. Deshalb, so eine Tradition.
so aus dem Schritt kommen, da wird man viermal im Jahr auch mal befallen. Aber dann möchte ich, dass die Gemeinde zwischen Vorbereiten, nicht dass die Christen über der Gemeinde rumlaufen und jeden nochmal ansprechen, dann kannst du wirklich Buße bekommen, finden aber deine Sünden nach. Wenn du nicht fußfertig bist, komm nicht zum Abendmahl. Das wurde nicht für uns früher, dass du einfach in der Gemeinde wirklich mit den Leuten gesprochen hast. Das führt dazu, dass die Reformierten eine stärkere Unterordnung des Sakramentes unter das Wort haben. Bei den Reformierten ist das Wort Gottes überall, das Wort Gottes. Das merken Sie auch. Ich komme gleich dazu, was ich bin. Ich habe eine ganz klare reformierte Glaube. Wenn ich bin reformierter Theologe, aber ich bin reformiert, auch die Bibel. Das sage ich gleich noch was. Denn, aber Wort Gottes, Sakrament ist nicht ganz so bedeutsam. Wir sind bei den Lutheranern, denn auch da merken wir nicht. Bei den Katholiken sagt man, dass bei den Katholiken steht das Sakrament über dem Wort. Ich sage, wenn Sie bei uns Gottesdienst gehen, dann kann es passieren, dass der Priester das 5 Minuten kriegt. Und Frau Bibel deswegen sagt, bei Wort am Wort ist das schon wieder mal nicht. Aber das Sakrament ist dem ganz wichtig. Ich meine, ja, das Bild auf der Anstalt hier nur so 35, 40 Minuten Predigt, aber keine Messe, also kein Eucharistie. Das ist für die das ganz große Problem. Bei den Lutheranern ist das ähnlich. Ich bin also, der lutherische Gottesdienst ist eher weniger wortlastig als der eben im reformierten Bereich. Auch wenn Sie wechseln müssen, die Liturgie und so was spielt, im reformierten Bereich keine Rolle. Zwingli ist hingegangen, hat in der Schweiz alle Ordnung aufpassen lassen. Der hat klar gesagt, das ist alles nur so klar in den Ohren Gottes. Was wir zu hören haben, sind nicht die Lieder, die Menschen singen, sondern ist das Wort Gottes. Und dann ist Calvin hingegangen, der ist ein bisschen lockerer an dem Punkt, was das lockerer war, der sagt dann, ja, wir singen aber bloß nichts, was Menschen vertonen. Sondern das Einzige, was wir singen, sind Psalmen. Psalmvertonungen. Wenn Sie strenge reformierte Gemeinden kommen, sowohl in Deutschland wie vor allem in Holland, die singen heute noch Psalmen. Die singen die Psalmen vertont, weil sie sagen, die machen nichts, was Menschen haben, sondern wenn sie ihre Götter verstehen, dann singen sie Psalmen. Und nicht dieses, was zum Teil in den lutherischen Bereichen sind, was da wieder gefunden wird, sondern das, worüber die Bibel gepredigt wird. Also das ist eine Sache, da sieht sich jeder reformierte in Tafel. Wichtig für das Wort, das ist das Taufe, sehen Sie Lutheraner als Heilsbuch für mich. Da steht in der Bekenntnisschrift drin, die Taufe ist Heilsbuch für mich. Wir haben sogar von mir zu sagen, sie ist ein Weg der Vermittlung des Heils. Also, jetzt extremes Beispiel, die Hardcore, also Lutheraner, also das ist zum Beispiel das Papier, nicht da noch zu taufen für Lutheraner. Ich sage also, wenn das Abend jemand unter uns wäre, der wäre zu Gast, ist noch nicht getauft, gehört das Wort Gottes und bekehrt sich an diesem Abend. Geht nach Hause, ist ganz fröhlich, dass er den Weg gefunden hat, und geht raus und springt über die Straße und man kommt dazu, das fährt ihn überlaufen, ist der tot, das sagt die Kanada oder Wahlen, nicht getauft. Also nach Bibel kann er nach unserer Verständnis nicht fähig werden. So. Und da sagen die Reformierten natürlich eher, auch viele Lutheraner, ich habe jetzt den Stillposition gesagt, nein, es ist ein Bild des Angebots des Heils, Hauptsache, er hat das Teil angenommen, ob es durch den Sakrament oder eben durch die Wortverkündigung spielt keine Rolle, Hauptsache, eben bei Jesus Christus. In den lutherischen Kirchen wird eine Kirche eingeweiht. Bei den Reformierten wird eine Kirche in Dienst gestellt. In der lutherischen Kirche, das war zum Beispiel ein Punkt, auf dem man sagt, das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht so, das ist ja nicht so. Das ist doch also weit weg, das ist doch Theologen gefolgt. Aber jetzt noch mal ein praktisches Beispiel unserer Gemeinde. Wir haben uns da auch mal wieder in der Kirche gegessen. Das ist ja doch ein bisschen normal, ich kann es verstehen. Denn ein Gottesdienst ist nicht abhängig vom Gebäude. Es sind nur Steine, es ist nicht heilig. Ich habe verschiedene Gemeinden, die nicht heilig sind. Es ist kein heiligerer Ort, ich sage das ganz deutlich, wie die Waschküche, die sie haben. So, und wenn hier in diesem Ort ein Prediger steht, der das Wort nicht klar verkündigt, das ist hier gar nichts. Und wenn in ihrer Waschküche ein Freundlich wieder Prediger steht, ist da Gottesdienst und da Kirche. Deshalb kann ich da auch hingehen und kann dort eben auch kreieren. Oder Karl Barth, das war auch schon reformiert, aber immer Zigarre gebraucht in der Kirche. Das gibt den Lutheraner nicht, die sind dann angefordert. Ich bin hier unserer Gemeinschaft, ich habe gesagt, in unserem Konvent, nicht? Kommt aus allen Herren, egal, wir haben ein paar Leute in künstlicher Predigt, wir sind Lutheraner, und es ist das schlimm, wenn wir das reformierte Bestand nehmen, dass wir sagen, ja, wir essen in der Kirche, das ist ein heiliger Ort. Aber nach der Reformierter Dienst, und das ist immer das, gibt keine heiligen Orte. Deshalb ist das auch nicht wichtig, dass wir mit denen zum Podium und Dienst bestellen. Martin war dabei, als wir vor 4 Jahren in der Partnergemeinde waren, in Riga, die haben ein neues Gemeindehaus eingeweiht. Das war, Entschuldigung, wenn ich sage, das ist von halb-halbischer Schnittschnack gewesen. Da sind die Münzkreuzen und die Kirche und das Gemeindehaus rumgelaufen und haben sie überstanden und haben gebetet und haben das Haus geweiht. Ne? Das hätte auch gefehlt, hätte mit Weihwasser irgendwas gemacht, aber überall ist es gebeten. Das ist nur ein Gebäude, das ist ungesehen, das ist keine gesehene Natur, das hat kein Leben, meint nicht. Und das sehen wir halt als Reformierte ganz klar, dass diese Angelegenheit nicht den Dienst gestellt und auch wenn wir abweisen müssen, ist das nicht so sehr das Problem. Während, wie gesagt, das Lutheraner anders sind, Katholiken noch viel strenger,
Also bevor die eine Kirche verkaufen, weiß ich, die Liebe abweisen. Ich weiß nicht, was Sache. Da tun sich, wie gesagt, die Reformierten einfach an. Auch im Umgang mit dem Leben, gibt es im lutherischen Bereich etwas, was so ein bisschen die Lutheraner kennen. Wir haben mehr so den Ansatzpunkt, sich zu arrangieren mit der Welt. Es gibt durchaus zwei reiche Lehrer, die sind häufig missverstanden worden. So nach dem Motto, es gibt einen Bereich für die Geistlichen, die sollen Geistlichen machen, und einen Bereich für die Welt. Es gibt viele Menschen, die sagen, weil unser Vater am Fußstab von der Lutherin geprägt ist, deshalb viel stärker von Lutheranen geprägt als von den Reformierten, ist das Hitler möglich gewesen. Weil die Reformierten sehr früh protestiert haben. Also Karl Barth, der ist ja als einziger Professor, hat er den Schulbereich verweigert, er wurde dann entfernt von seinem Kreis, der aus dem kirchlichen Dienst, eben weil er sagt, es gibt keine zwei Reiche mehr, es gibt nur die Alleinherrschaft Jesu Christi, die gilt in jedem Bereich. Die gilt an meinem Arbeitsplatz, die gilt in meinem Innenbild, die gilt an meinem Fachmann, und die gilt auch in der Politik. Da können wir nichts mehr ausnehmen. Alles gilt unter der absoluten Herrschaft Jesu Christi. In der Gemeinde ist es so, dass bei den Lutheranern die Gemeinde des Impfstheater episkopal ausgerichtet ist. Das heißt, das war dann mehr zu verhalten. Das haben sie auch in lutherischen Landeskirchen, da wurde auch ein Bischof, in den reformierten oder dann getreten, hat man gekriegt, das war nicht der Sitz als Bürgerpunkt. Und während in der reformierten Gemeinde immer die Gemeinde gewählt wird, das ist bei uns auch so, hat man in den lutherisch geprägten Gemeinden so, dass häufig immer der Pastor besetzt, aber manchmal auch nur die zweite Mal die Gemeinde dann wählen kann, manchmal auch. Also wo die Pfarrer viel mehr Macht haben. Im reformierten Bereich sagt man, denn wir sind Priestertum aller Gläubigen. Pastor Hundemann war ein knallharter Lutheraner, als der wirklich war, erst war. Und da hat Bernd übrigens auch seine Prägung her, Bernd Tiller, der bei den Kameramann. Und aber da hat Hundemann eine Wendung auf das Verhalten von Lutheraner zu reformieren. Das hat der Kirchbautechnische Direktor für uns deutlich gemacht, dass unsere Kanzel dahin investiert wird. Das ist hohentechnisch die große Katastrophe. Aber er hat immer gehalten, weil wir der Reformierte der Gemeinde waren. Und da gehört sie auch hin. Nicht der Pastor kriegt die Gemeinde an, sondern in der Mitte der Gemeinde als ein Glied mit anderen. Nicht Haupt des Christus, nicht der Pastor. Wir sind ein Glied und wir gehören alle zusammen. Wir sind ein Grund. Das werden wir, wenn wir jetzt die Kirche renovieren, auch noch stärker vertonen, das wird betont, indem wir den Abendmahlstisch auch neben die Kanzel stellen. Wir sind eine Gemeinde, wir sitzen ein Grund. Wir sollen alle miteinander. Der Pastor ist nicht ein Höherer oder Vorangestellter, sondern ist ein Bruder, wie wir alle, das der theologisch ein bisschen mehr gelernt, aber hat eine Gemeinde neben anderen. Das ist gleichwertig. Calvin hat so eine Lehre, wo er verschiedene Ämter hat, die mit den Ältesten, mit den Diakonen heute den und mit den Pastoren hat, die vor dem Ämter auf einer Ebene sind. Nicht irgendwie zusammen mit Pastor Bohr und der lutherischen Kirche ist doch häufig anders. Das haben Leute, die Lutheraner, also vom Luthertum hat, die einfach vom reformierten Tum, aber wenn es um die Gemeindeleitung geht, dann ist es keine Art der Lutheraner. Und dann kommen wir auch zu meiner, der sagt, von vielen Pastoren auf den. Es ist bei mir so, ich habe eine knallharte reformierte Prägung. Und wenn man Pfarrer wird, muss man sich entscheiden, ob man sich lutherisch ordinieren lässt oder reformiert ordinieren lässt. Wenn das früher war, vor 100 Jahren, konnte man dann nur in den reformierten Gemeinden oder nur in den lutherischen Gemeinden. Ich bin aber unreformiert. Da ist das, um das nochmal ganz kompliziert zu machen, denn vor 200 Jahren, vor 200 Jahren, die Reformationsbewegung 1817, hat der Preußenkönig gesagt, der war Robert die Kirchen mit über Lutheraner und Reformierten, hat er gedacht, so, jetzt diese ganzen verrückten Theologen, das sind mir alles hier bestimmt, ab sofort in Preußen, ist es so, wir machen eine Kirche. Und zum 300-jährigen Reformationsjubiläum, 200 Jahre am Kirchenanschlag, müssen wir alles zusammen, das ist doch alles Blödsinn, das hat er auch ein Film für den Geist gehabt, wir machen eine Kirche der Union. So hat er beschlossen, so was der Kirche nennt. Da haben ganz viele gesagt, super, da machen wir mit, vor allen Dingen, hat der Teufel gesagt, dass viel Geld kostet. Also jede Kirchengemeinde, die da mitmachte, die hat viel Geld bekommen. Da müssen wir mal gucken, so 1820 sind viele Kirchengäste renoviert worden, sind die Kirchtürme gebaut worden, das hat er sich gesagt, da sind die Union gegangen, da haben die viel Geld gekriegt. Aber viele haben auch gesagt, das machen wir nicht. Jetzt sind wir erst recht gut dabei. Ich habe das ganz stark von uns auch zu den Lutheraner, die reformierten. Der wollte aus 2 in 1 machen, und was passiert ist, er hat das 2 in 3 gemacht. Jetzt haben wir die Kirche der Union, jetzt haben wir die Reformierten, jetzt haben wir die Lutheraner. Das sind verschiedene Bekenntnisse. Das können Sie am besten sehen, ich habe das auch schon erklärt. Das Spektrum ganz geschlossen, sind es reformiert, das Spektrum ganz offen, sind es Lutheraner, das ist halt auch uniert. So, ich habe mich bewusst uniert ordinieren lassen, das heißt, ich anerkenne alle Bekenntnisse. Ich glaube, die Lutheraner haben es so gut, die Reformierten haben es so gut, deshalb, ich will mich da nicht festlegen lassen. Aber wenn ich mich hätte festlegen lassen müssen, auf eines von beiden Weltkampf natürlich reformiert gewesen und in meiner Theologie, das ist ausdrücklich sehr stark sehr reformiert. Wenn Pastor Motschmann sehr stark im Kirchisch geprägt gewesen ist, absolut. Pastor Hundemann vom Schluss seiner Amtszeit sehr stark reformiert auch geprägt gewesen.
möchte, werde gerne auf die Gemeindeordnung oder die Gemeindeordnung lassen. Und so sind die Gemeindeordnungen da nicht, dass wir alles verpasst machen, sind das für die alles gesehen. Sie müssen das machen, sie müssen meinen Weg zu Ende gehen. Ja, das möchte ich sagen. Also, mir wäre das auch lieber, weil das ist alles ein bisschen schwierig, aber die Kleidung unserer Gemeinde ist reformiert und auch wenn wir in Streitigkeiten kommen, das ist auch wichtig zu sagen, dann geht es immer zu sagen, was sind wir eigentlich? Und unsere Gemeindeordnung ist reformiert und dann haben wir da einfach das, was wir auch nicht ändern können. Als letzten wir alle sagen würden, wir wollen lutherisch werden, das geht die Gemeinde, das geht auch, wenn man da was dann festlegt. Die Kirchengemeinde, als Innerhalb der EKD, kann ihre Kenntnis nicht ablegen. Wir können leben, wir wollen, wir können die lutherische Gottesdienste feiern, wir können unsere Kenntnis nicht ändern, wir können das nicht ändern, das funktioniert nicht. Das ist aber nochmal der Unterschied zwischen Lutherisch und Reformiert, weil wir kommen jetzt zu dem, was explizit die Reformierten getan haben. Jetzt möchte ich sprechen über die Vorgeschichte des Heidelbergers. Lutheraner hatten zu diesem Zeitpunkt schon einen Katechismus, mehrere Katechismen. Wir hatten also schon den großen Katechismus, wir hatten den kleinen Katechismus. Da war der Wunsch danach, dass man eben auch einen Katechismus hat. Und zwar zunächst einmal sehr territorial begrenzt, und zwar in der Kurpfalz, in der Heidelberg, in diesem Gebiet herum, kam der Wunsch auf, zu sagen, wir wollen, das werde ich nächste Stunde noch intensiver sagen, hat der Fokus gesagt, wir brauchen ein eigenes Gebiet. Dieses Lehrer zu haben, geht letztlich zurück auf das, was Jesus im Taufbefehl gesagt hat. Er hat gesagt, die Kinder machen für immer alle Völker, lehret und halten alles, was ich euch befohlen habe. Und wenn ich einen Katechismus, also eine Lehrung, folge, dann ist es so, dass ich das Jesus im Taufbefehl ausführe. Das gehört mit dazu, dass ich Menschen belehre über den christlichen Glauben. Das hat es von der Kirche schon immer gegeben, schon längst bevor es Bücher gegeben hat. Aber es hat immer wieder kurze Regularien gegeben. Also die drei altkirchlichen Bekenntnisse, die ansprechen im Leben Gottesdienstes. Apostolische Glaubensbekenntnis, wir haben zu Fußdienst ins Zellische Glaubensbekenntnis gesprochen. Das war der Maßstab, die drei altkirchlichen Bekenntnisse. Mit diesen wurden früher die Menschen im Glauben unterrichtet. Wir müssen uns so vorstellen, die hatten keine Kirche. Diese war unglaublich teuer. Und viele konnten das gar nicht lesen. Und so haben sie diese Dinge auswendig gelernt. Und anhand gerade der altkirchlichen Bekenntnisse und auch des Vaterunsers sind Leute im Glauben unterrichtet worden. Wenn Sie sich an Luthers kleinen Katechismus gleich erinnern, der hat fünf Hauptstücke. Da geht es um das erste Hauptstück von den zehn Geboten, dann das Glaubensbekenntnis des Vaterunser, über das Abendmahl, über die Taufe. Das sind die fünf Hauptstücke, die Abgabe relativ kurz. Und knüpft damit an diese altkirchliche Tradition an, wo man sagt, wirklich den Leuten so die Grundlagen des Glaubens beizubringen. Ich glaube, das ist ganz deutlich von Konferenten. Damit ist der kleine Katechismus viel besser gehalten als der Heidelberger, weil der für die Konferenten viel zu schwer ist. Wir lernen jetzt zwar auch Heidelberger, lernen dort auswendig, aber ich dachte Ihnen, das ist zu später. Wenn ihr mal ein bisschen mehr um Theologen habt, dann könnt ihr mit diesen Dingen mehr anfangen. Das ist mir auch so gekommen. Ich habe viele Dinge noch, ich war noch rein reformiert, wir waren auch reformiert worden. Habe ich diese auswendig gelernt, habe viel später erst verstanden, worum es da gegangen ist. Jetzt eher was für die Erwachsenen. Es gibt die lutherischen Katechismen, es gibt auch schon eine Reihe reformierte Katechismen. Also es gibt zum Beispiel den Zürcher Katechismus von 1534, den Genfer Katechismus Calvins von 1542, den Genfer Katechismus von 1555, und die kannten die Leute, die den Heidelberger geschrieben haben, alle schon, aber setzen mit dem Heidelberger ein Werk auf, was wirklich als einziges bedeutet ist, was wirklich überragende Bedeutung für die reformierte Kirche des Lebens hat. Damit anknüpft eben an den Taufbefehl und auch an den Taufunterricht, der in der alten Kirche immer wieder gegeben worden ist. Und weil wir heute ja keine Leute unterrichten in der Taufe, die jetzt erwachsen sind, sondern in Kinder haben, ist das manchmal ein bisschen schwierig, also auch mit dem Heidelberger das zu arbeiten. Deshalb bin ich so froh, dass ich heute Abend mit euch und Ihnen diese Bibelstunde beginnen kann zum Heidelberger Katechismus, denn jetzt kommt dazu etwas, was von vielen wirklich geschrieben worden ist, nämlich Christen und Christinnen tiefer in die Lehre hineinzuführen. Der Heidelberger ist aufgebaut in 129 Fragen und 129 Antworten. Und wenn Sie die durchbuchstabiert haben, dann haben Sie wirklich ein ganz, ganz gutes Gerüst des Glaubens. In reformierten Gemeinden, also in Truppach war es noch gerüstlich, als ich da hingekommen bin, haben wir jeden Sonntag nicht nur Verkündigungsinternat, sondern auch eine Frage aus dem Heidelberger Katechismus. Immer wieder dazu gelesen, was gepasst hat, uns zu verkünden, uns nochmal zu erklären, um nicht ein Buch vorzulesen, wie ich jetzt mal das richtige Buch oder ein geistiges Leben verfahren hätte, sondern weil der Heidelberger zu Bibel hinfügt, der verkündet. Das ist ganz wichtig.
den Heidelberger zu verstehen, diese Bibelstellen mit mir. Und dann letztlich kann man den Heidelberger nicht verstehen. Den Heidelberger kann man nicht ohne die Bibel lesen. Das gehört wissenschaftlich kein Buch und seiner selbst will, sondern den hat man in der Hand und liest dann die Bibelstellen. Und wenn man das macht, dann wird das zu einem grandiosen Lehrbuch. Da kann ich nur an einem Film, der sich der Glauben weiterkoppelt. Wenn es Leute zu mir kommen, dann empfehlen immer alle möglichen tollen Literatur, was alles geschrieben worden ist. Und dann kann man sich vorstellen, wenn ich die Frage abgesetzt habe, dann meine ich gar nicht, dass ich das sage. Dann weiß ich, dass ich auch nicht mehr was wirklich ist. Aber natürlich, klar hat das mal wirklich gerade die Bücher gehabt. Wenn man das durchgefressen hat, dann hat man wirklich guten Urlaub. Und das wollen wir jetzt ein Stück weit nach. Jetzt kommen natürlich alle 129 Fragen. Bearbeiten, sondern wir wollen wichtige Fragen bearbeiten. Und diese Lager hat eine Aufteilung, also über der Lutherisch-Karte gibt es mal 5 Teile aufgeteilt, hat man gesagt, der Heidelberger hat die 3 Teile. Das Menschen-Element, das Menschen-Erlösung, das Menschen-Wandlung. Und da geht es auf Frage 2 los und die ersten beiden Fragen sind die Einteilung. Und die erste Frage ist, das wollte ich los und das beschäftigt uns heute, damit leitet der Heidelberger ein. Jetzt können Sie sich vorstellen, übrigens der Heidelberger ist nicht von allen Menschen nur geschrieben worden, wie der kleine Katechismus von Luther, sondern da sind viele Leute beteiligt gewesen. Ein Virus, den wir später noch kennenlernen, eine weitere Stunde, der zusammen mit den Olympiaden mit vielen Laien geschrieben hat. Der Kurfürst hat mitgeschrieben, der hat das dann mit der Laienvorlesung des Brüdern, dass sie zusammen daran gearbeitet haben, dass er so ein geistiges Werk unterbedingt. Und natürlich auch die Reihenfolge, wie ordnet man sowas zu, wie kann man sowas zu, welche Erfahrungen gibt es, was ist die. Nicht mehr,
Wir haben die Bibelstelle angegeben, 1. Korinther 6, 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Also, ich gehöre nicht mir selber. Was ist dein großes, noch anderes Amt? Du gehörst dir gar nicht selber. Du bist eines anderen Eigentum. Dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt, wird uns ja auch deutlich gemacht, dass wir Eigentum sind. Auch manche, die das nicht anerkennen, sind Eigentum Gottes, sind ja alles gestattet. Aber wir haben es erkennen dürfen. Das muss uns der Heilige Geist immer wieder sagen, wie es ist. Wir gehören nicht uns selber. Der weltliche Mensch opponiert dann sofort und sagt: Ich will aber der eigene Herr über meine Entscheidung sagen, wie ich bin, aber ich will auch entscheiden, ob dieser Jesus in mein Leben kommt oder nicht. Ja? So ist der weltliche Mensch. Aber wenn man ein bisschen tiefer nachdenkt, dann ist es keine Belastung, sondern eine tatsächliche Befreiung. Ich gehöre mir nicht selber mit dem Fehler. Es gibt einen anderen, der für mich verantwortlich ist. Das kommt aber im nächsten Test. Sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre ich. Ich gehöre Jesus. Ich gehöre nicht mir selber. Das war erst mal, ich gehöre nicht mir selber, sondern Jesus. Ich erkläre das immer wieder mit meinem Haus. Ich habe 8 Jahre im Pfarrhaus gewohnt. Das war ein super Wohnen, das ist auch die Miete, die aber tauchen, dass sie Miete wohnen. Wohnung kaputt, kein Problem, Heizung kaputt, Kirchenmeister anrufen, dann kommt der Monteur, mir egal, wie lange der braucht, das bekommt ja ein bisschen kurz raus. Jetzt habe ich eine eigene Frau, wenn jetzt noch kaputt ist, dann müssen wir euch überlegen. Ich sage, ich muss das bezahlen, das und auch hier muss das noch machen und gar nicht drum kümmern, das kennen Sie auch alle nicht. Wir sind mit Eigentum verpflichtet, nicht? Und das nimmt auch ganz anders in die Verantwortung. Und jetzt hätte ich eine Frage auf meinem Leben, nicht? Mein Leben gehört mir nicht. Das sagt die Bibel. Mein Leben gehört mir nicht. Sondern Jesus Christus. Und wenn es ungelehrt und gefährlich der Name meines Lebens ist, dann muss ich mir keine Fragen mehr machen. Das ist unglaublich entlastet. Das ist was ganz Tolles. Ich gehöre mir nicht. Du gehörst dir nicht selber mit deinem Leben, mit deinem Besitz, sondern das Eigentum von Jesus Christus. Er hat dich geschaffen, alles, was du hast, dann bist du von Jesus. Und wenn du den Heiligen Geist hast, hat er sich ja quasi im Kopf gelöst und sagt, du bist ein Teil von Christus. Alles gehört ihm. Das heißt, geben wir auch nicht Christus, halt nicht. Also, wenn wir was spenden, wir geben uns am 10. nicht, sondern wir behalten 90% von dem, was Christus gehört, zu uns selber nicht. So ist die Wahrheit zu tun. Und er sagt eben auch, also, du bist hier, wenn du Christus gehörst, bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn darauf verwiesen wird, dann heißt es eben auch, halt nicht, wir gehören mit uns im Körper, mit unserem Eigentum Gott ins Ehre geben. Und der Tempel wird Gott angebetet. Und das wollen wir, das darf man auch nur rauslesen, wenn man das Lied hat. Wir wollen mit unserem Körper, mit unserem Leib, mit unserem ganzen Sitz Gott die Ehre geben. Ich gehöre nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus. Das ist die Bibelstelle, 1. Korinther 3. Alles ist euer, wir aber sein Christus. Christus aber ist Gottes Verpflichtung. Das ist ein Tempel des Herrn. Und das muss uns immer wieder vor Augen stehen. Wir tun mit fremdem Eigentum. Wenn wir mit unserem Körper umgehen, wenn wir mit unserem Geld umgehen, dann ist gehört Jesus Christus. Wenn er der Herr über diese ganze Welt ist, ist er auch der Herr über mein Konto, über mein Bankkonto, über mein Haus, über mein Auto, über mein Leib. Wenn man das im Heiligen Geist verstanden hat, dann wird Nachfolge eine ganz andere Taktik. Weil das ist genau das Erste, was hier angesprochen wird. Nicht? Das ist ganz klar, dass wir ganz falsch und gerecht zum Gebeten haben. Wem hier wer gehört? Wenn die ganze Heilige da mal weiterlesen, dann steht das ein bisschen dafür. Ich bin Eigentümer Jesus Christus mit allem, was das nicht auch bedeutet. Halleluja, der kümmert sich ja um alles, aber auch mit dem Anspruch, was der Jesus macht. Dann geht es weiter. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen gefallen. An der Stelle sieht der Heilige da ganz weit, wie ich bin. Merkt man es dann jetzt ganz ernst, dass wir uns auf das hinweisen. Das müsst ihr unbedingt lesen. Ihr müsst das unbedingt mitkriegen. So waren die Gedanken, die dann meine Menschen jetzt gegeben haben. Das müsst ihr lesen. Das ist ganz wichtig. Jesus, dem wir gehören, der hat wiederum mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen gefallen. So sagt Heide, wer da formuliert, dass das immer in der Ich-Person spricht. Ich, als das man es annimmt. Die Stellen, die angeschrieben sind, sind 1. Petrus 1, 1. Johannes 1, 1. Johannes 2, 1. Johannes 2, 1. Petrus 1, 30, 18 und 19, wenn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern nicht mit dem Bande nach der Fehlerweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Mannes. Also, das sagt Gott hier, du bist es noch nicht durch 1. Petrus 1, Vers 8. Du bist erlöst durch das teure Blut Jesu Christi. Das wissen wir natürlich, aber da müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass die Erlösung geschehen ist.
1. Johannes 1 macht es deutlich. Wenn wir aber nicht wandeln, wie wir jetzt bereits so haben, die Gemeinschaft untereinander, und das Blut seines Sohnes macht uns frei von aller Sünde. Das heißt, wann ist es? Und wir sind die Versöhnung für unsere Sünden, nicht aber allein für unseren, sondern auch für die ganze Welt. Wenn man die ganze Welt gemeint ist, dann darf ich mich eben auch mit unterstützen. Jesus hat für unsere Sünden das Wort getan. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Und wenn wir vorangehen, das ist doch alles selbstverständlich, glauben Sie mir, so selbstverständlich ist das nicht. Ich habe etwas bekommen, da bin ich sehr darüber gefreut. Da hat mir jemand Gemeindebrief von St. Martinus zugeschickt. Das war von 1924. November 1924. Da gab es so gut wie keine erzählten Gemeinde in Deutschland Gemeindebriefe, aber wir hatten schon welche. Damals war der Pastor Felde hier, der war auch Reichstagsabgeordneter zeitweise für die SPD. Und der hat dann hier zwei Meditationen, also zwei Andachten geschrieben. Unter anderem zum Thema Buße. Und wenn man heute sich aufregt über das, was in der evangelischen Kirche in Deutschland läuft, dann muss man sagen, wir hier, auch wenn wir schon ein bisschen hinzufügen, wir haben die Zeit lang selbst beigetragen. Wir sind Urquellen all dieser liberalen Misstheologie, die zum Teil läuft. Da schreibt man zum Thema Buße, zum Bußpark. Von hier hatten die Menschen das Gefühl, wir müssten büßen für das, was wir böse getan haben. Die Priester haben dieses Gefühl verstärkt. Sie haben vielfach Schritte daraus geflossen, von denen die Menschen stellten, dass er es klar wurde, mit denen sie ihn geißelten, bis sie jede Lebensfreude in ihn heimgetan. Der offizielle Bußtag ist ein Überbleibsel davon und ganz in diesem Geist gegangen. Manch einer geht an diesem Tag in die Kirche, hört sich demutsvoll die Predigt an, die ihm zeigt, wie ein größer Sünder ist, und tut Buße, indem er Gott um Vergebung für begangene Sünden anfängt, oder, wenn er katholisch ist, so und so viel Vater unser und Ave Maria steht. Das ist König David gemacht, praktisch. Aber das wollen wir nicht, das ist das Alte, das muss überwunden werden. Nicht? Also, Pastor, auch Pastor unserer Gemeinde, hat vor 80 Jahren geschrieben, das ist alles nur mit die Fußtheologie, muss weg. Also, der war schon vor 80 Jahren, so weit wie vor 20 Jahren, als der Buchenbrief abgeschafft wurde. Überblicken und übergleichen, das ist eine Knechtschaftstheologie. Nein, es ist nur dieses Fakt, mit seinem tollen Fußball und so sind. Das werden wir merken, also in der Zeitlage, da liegt der ganz viel Wert auf uns, ganz wichtig, dass das Blut Jesus von so Sünden verwaschen ist. Das ist das Zentrum. Und bitte, das glauben Sie mir, wenn Sie mal irgendwann gucken wollen, ob jemand klar beim Wort Gottes ist, wenn wir das Wort Buße, Sünde, Blut Christi nicht im Mund nehmen, dann fangen wir an, vorsichtig zu sein. Das gehört mit dazu. Mit vielen freien Gemeinden, aber die sind ja auch. Nicht, da ist so viele vermeintliche Orte, aber die haben auch die weißgespülte Theologie. Es gibt auch Krankenhäuser, wo man sagt, ja, Christus ist bei Herrn. Aber wir haben die Buße davor, nicht das nur, das geht nicht uns an. Nicht, das Blut Christus spielt keine Rolle. Doch, das ist das Zentrum. Das muss das Zentrum unserer Verkündigung sein. Übrigens, weil es auch das Zentrum des Sakramentes ist, nicht? Was symbolisieren denn die Sakramente? Nicht, das ist die Blut für dich verbrechen im Wein. Nicht, in der Taufe, nicht, wie aufgewandten bist, nicht mit dem Wasser jetzt hier. So wird das Blut Christus für dich sein. Und so betont das der Heidelberger auch nochmal ganz deutlich. Wir machen seinen Tauben, wir spüren alle deine Sünden vollkommen los. Das macht immer drauf, das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wieder wissen und auch immer wieder durch das Blut Jesu Christi stellen. Und dann kommt es zum nächsten, und dann ist alles aus aller Gewalt des Teufels verlöst. Aus aller Gewalt, nicht? Und da sagt der Heidelberger, lest dazu folgende Bibelstellen. 1. Johannes 3, Vers 1. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass wir die Verlöse des Teufels verlöst. Und Johannes 6, Vers 31, Vers 31. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich auch erwecke am jüngsten Tag. Also die Realität des Teufels, die wird an anderen Stellen im Heidelberger auch immer wieder wahrgenommen, so wie das biblische auch Teufel. Er muss dem Teufel gut tun, das ist gar keine Frage. Aber das wird man wissen, wir haben, wenn wir Jesus haben, was ein Grundgebot ist, keine Verbindung mit dem Teufel. Und sind wir aus aller Gewalt erlöst. Da wird auch ein bisschen viel sein können in dieser Welt, aber es kann nichts mehr passieren. Halleluja! Wir sind aus der Gewalt des Teufels erlöst. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern das sagt die Bibel eben auch, dass uns letztlich nichts passieren kann, weil der Herr im Regiment ist. Der Teufel, der ist nur eine Marionette in diesem und ganz schönen Weltgeschehen, was der Herr letztlich will. Und das sagt der Heidelberger hier, der bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar meiner Haut kann zeigen. Und das Bewegsteller in Lukas 21, das Akzent. Kein Haar von einem Haut soll verloren werden. Das ist die auch nicht. Alle eure Haare auf eurem Haupt getrennt. Und wir sehen ja, wir sehen das nicht so langsam die Haare aus, nicht? Das wird manchmal ziemlich erschreckend, wenn wir uns so kennen, dann fällt alles Mögliche runter.
Und das sind dann ja schon, das sind ja nicht ein paar, das sind ja auch 10 Hunderte und Tausende, das geht ja noch weiter, nicht? Und die sind einiges Geld. Und jedes Paar, was da runterfällt, so muss man das genau sehen, nicht? So ist das. Und das fällt kaum zufällig runter. Das hat unser Herr und Heiland in seiner Weisheit genauso geredet. Wie all meine Atome und Moleküle, wie das alles so komplett funktioniert und das ist so eine große Kosten, so das ganz kleine, nicht? So ist der Heiland für mich da, nicht zu sagen. Und ich sage, alle siehst, dass er noch nicht nach Schluss geht, nicht? Kein Mann geht da verloren. Das ist alles so gewollt. Das ist jetzt im Regiment. Das ist ganz wunderbar. Das ist eine Vorhersehung Gottes. Und nicht bis auf Zufall. Natürlich haben wir das zwei Dinge, wir wissen, dass beides miteinander ist. Und trotzdem sitzt der Mann im Regiment. Wow, ist das ein Trost. Wenn ich das so sagen kann, dass der Gott, den ich so lieb habe, auf alle die Hände hat, dass er alle Haare schon vor Anbeginn der Schöpfung des Leibes, morgens früh wieder ein Spielwerk nehmen, mein Kaffee, das für dich, die Haare waschen. Das ist es tatsächlich, dieses Glaubens. Und das ist ganz gut zu sagen, dass dann alle Kosten in meinem Leben, auch wie das hier zum Beispiel wäre, zu meiner Wenigkeit dienen muss, wenn ich den Heiligen Geist habe, nicht? Dass ich mir zur Wenigkeit dienen muss. Und da gibt der Heidelberger auch wieder zwei Gewüste, die wir lesen wollen. Wir wissen aber, dass denen, Gott liebt, alle Dinge zu retten, denen, die aus deinem Ratschluss berufen sind. Es sind berufen und die, die euch den Ruf Christi angenommen haben, das ist die, das alles, was ihr erlebt, ist euch zum Besten. Auch wenn ihr es nicht versteht, auch wenn ihr das in eurer Theologie am Gottesverständnis im Moment nicht unterzieht. Es gibt Situationen, wenn lieber Mensch wird oder wenn man gekündigt wird, halt nicht, oder wenn man krank wird, trifft man miteinander. Und da, das ist etwas, was fehlt. Damit laufe ich nicht rum, wenn ich einen Kranken- und Schlusskarten besuche. Also nach dem Motto, das würde ich euch auch nicht so tun, wenn ihr im Besuchsdienst seid oder sowas, das sieht man Menschen. Und diese dritte Fläche sagt, also gar kein Problem, was du hast, alle Dinge, die uns verbessern, das stelle ich mir nicht so an. Also so darf man nicht handeln. Aber ich selber darf trotzdem mich annehmen, dass ich sagen darf, egal was ist, da steht noch was anderes dahinter, auch wenn ich es nicht verstehe. Manche, das machen wir auch an schweren Kindern, an jedem erfahren müssen, halt. Und konnte nachträglich selber die Wahrheit, die vor uns gestellt wurde, sagte, im Moment habe ich gedacht, das ist gar kein Problem, da war ich nur sauer auf mich. Aber im Nachhinein konnte ich für vieles erklären, was ich hier schon in dieser Welt verstanden habe, was ich aber in der Ewigkeit noch ganz anders offenbart. Das ist ein ganz starkes Warten, das ich mit der Ewigkeit fühlen muss. Und alles das, was jetzt gesagt worden ist, gegenüber das Erlösungswort des Gottes Christi, dass der Herr der Teufel auch in der Hand hat, dass nichts ohne das Wissen Gottes letztlich passiert. Das wird uns letztlich dann auch deutlich gemacht, darum spricht ja auch der Heilige Geist, durch den Heiligen Geist. Darum macht er nicht auf, durch deinen Heiligen Geist das ewige Leben gewusst. Und das ist etwas ganz Wichtiges auf reformierte Theologie, Hausgewissen. Hausgewissen. Nicht nur reformierte Theologie, sondern gibt es natürlich. Dass wir Hausgewissen haben. Liebe Brüder und Schwestern, ich erlebe das immer wieder auf dem Seelsorge. Menschen kommen, dass man nicht diskutiert, wenn Leute glauben, dass man dann sagen, aber es gibt dann noch, ja, so das ist manchmal weiß ich nicht. Das sind Sternstunden. Das sind Sternstunden für mich. Also manchmal kann ich Leute nicht helfen. Da weiß ich auch keine Frage. Also ich erkläre, ob ich Krebs habe oder so, aber ich weiß nicht. Aber wenn mir einer kommt mit der Frage, ist es denn wirklich wahr, ist es denn wirklich wahr, ist das denn verkehrt? Das sind Sternstunden, das erzählt euch mal. Du darfst dir deines Gottes 100% gewinnen. Der Heilige Geist, wenn du Jesus Christus gebet hast und der Adam zu, bei allen Zweifeln, bei allem, was noch vorläuft, dann darfst du dir das alles sicher sein, nicht? Dann lass dich durch deinen Heiligen Geist das Leben in den ewigen Leben zu bezeichnen. Und wenn das Gericht wird, angegeben, 2. Korinther 1, 21 bis 22, Gott ist die Arbeit, der uns festmacht, sein Volk in Christus und uns Gestalt, unsere Siedlung und unser Glanz als Untertan den Geist gegeben hat. Und Epheser 1, Vers 13 bis 14. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist der Unterpfand unserer Herrlichkeit und unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würdig vom Lob seiner Herrlichkeit. Diese Versiegelung durch den Heiligen Geist, die hast du, wenn du gläubig im Herzen sagen kannst, Jesus ist der Herr meines Lebens. Dann nehmen wir uns erst die Aber, das wird noch. Ich bin immer so schwach und manchmal kommen auch die Zweifel. Das gehört mir dazu. Die Frage ist nur eins: Hast du den Herrn Jesus lieb? Ja oder nein? Nichts anderes muss der Petrus hören, nicht? Wenn er auch den Versauern ist, wird er auch gezweifelt, wird auch Schluss gehabt, nicht? Hat sogar zurückgezogen, hat sogar den Herrn nicht gekannt. Was fragt ihn der Herr Jesus? Hast du den Herrn Jesus lieb? Wenn du wirklich von ganzem Herzen sagen kannst, ich habe den Herrn Jesus lieb. Wenn das steht, mit all deiner Schwachheit, mit all den Dingen, die sonst bei dir sind, mit all deiner Sinnhaftigkeit, dann darfst du dir das wirklich erstmal was sagen, dann bist du des Kreises gewiss. Dann kann dir nichts mehr passieren. Weil diese Liebe zu Jesus Christus, die hat dir der Heilige Geist geschenkt.
du hast keine Liebe zu Napoleon, deiner Vater, du hast keine Liebe zu Erden, du bist vielleicht gut oder schlecht, da ist aber keine Liebe. Aber die Liebe zu Jesus, wenn die dann hast, dann bist du der Liebe in diesem Geist gerissen. Halleluja, da kann dir nichts mehr passieren. Und das darfst du dann auch annehmen. Das macht der Heilige Geist, der Liebe, die darauf lässt, auf die Ruhe in deinem Herzen, dass du der Last auf und auf dich das gibt ewigen Lebensgewiss. Und wenn ich dieses ewige Lebensgewiss bin, dann ist ganz wichtig, dass ich alles dieses Zeit habe. Dann bin ich in der Lage, Jesus nachzufolgen. Und mein Herz gewillig und bereit, den Vater zu finden. Wir sehen zwar, dass eine Bibel begonnen hat, dass man deutlich gemacht Eigentum. Das sagt die Bibel uns dann, das ist ein Eigentum, wir gehören nicht selber. Und trotzdem können wir selber entscheiden. Aber wenn wir mit dem Heiligen Geist diese Heilsgewissheit bekommen, dann sind wir von Herzen willig und bereit, den Vater zu finden. Das macht ja deutlich, dass wir in der letzten Bibelstelle, die wir hören sollen, den Herzen nicht an mächtigen Geist empfangen. Dass ich aber was fürchten müsste. Sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Gottes unserem Geist, dass wir Gottes tun lassen. Wir haben den kräftigen Geist, mit dem wir das machen müssen, das Wort dazu machen. Die Kinder der Religion und des Glaubens vor, sondern ein kindlicher Geist, der das erkennt, der daran hat. Ich habe einen wunderbaren Gott, nicht, der auf mich aufpasst, der für mich kümmert, nicht, wie ein einjähriges Kind zu seinem Vater läuft, ich glaube, das ist wirklich derjenige, der alles kann. Aber genauso dürfen wir durch den Heiligen Geist glauben, an unserem Vater, an den Gott, den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Auch das ist übrigens hier in der Frage 1, wird die Einigkeit auf die wunderbare Weise angesprochen haben, wie von dem Vater gesprochen, wie von Jesus Christus, wie vom Heiligen Geist, die ineinander geht. Es ist ein Thema des Heidelbergers, das ist die Einigkeit, dokumentiert, da kommen wir aber später zu. Aber das ist die erste Frage des Heidelberger Katechismus, keine Frage, die er selber beantwortet, sondern wo er quasi biblische Lehre ganz klar und deutlich zusammenfasst. Und das möchte ich uns noch einmal ausrufen. Was ist denn nun das einzige Trost in dem Jesus Sterben? Dass ich mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben, nicht mir, sondern mein getreuen Heiland Jesus Christus geworden. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und wird aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt sich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, der aus mir alles von meiner Seligkeit fliehen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss, und von Herzen will ich entfreit und frag ihn zulegen. Das ist ja die Frage 1 des Heidelberger Katechismus. Bisher haben wir euch überzogen, es ist 8:30. Ich möchte mich und darf mich von unseren Geschwistern über das Internet verabschieden, über das Telefon. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und freue mich darüber, dass unser Heiliges Christus Ihr Trost im Leben ist.